Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen jetzt. Wir müssen gar nichts machen. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Weil du total unauffällig schon mit Kapuze und allem, ne? Hä, hey, was mit der Kameraführung los? Wo ist er hin? Und dann eine beliebig hohe Abgabe an Redanien oder Exil? Brauchst du etwas, Meister? Ich stehe hier doch bloß. Oh, ein Anschlagbrett. Schon wieder ganz viele Sachen. Da. Keine erkundeten Orte, aber zumindest ganz viele Zettel. Ah, guck mal, ein Dieb. Hallo. Ganz einfach. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Wache, ein Taschendieb! Ja, ich nicht. Ich gehe ihm einfach mal hinterher. Ganz unauffällig. Lalala. Wie geht's Ihnen so? Was gibt's hier zu kaufen? Aha. Ist es irgendein Fest hier oder ist es immer so geschmückt? Hallo? Das ist ein Bettler. Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Was macht er denn da? Reden Bettler. Mach ich gleich. Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle drängeln. Oh, ja. Herr, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Verpiss dich. Komm, ich gebe nicht jedem Geld hier. Weg. Was ist eine Krone denn für einen Herrn wie dich? Gar nichts. 20 Zieh Kronen. Ab, solange du es noch kannst. Ich wollte den jetzt nicht verlieren. Okay, da runter. Die Armen. Da ist jetzt noch ein Ausrufezeichen. Da gehe ich gleich hin. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Naja, ich gehe nicht zu nah ran. Ich lasse mir Zeit. Ich muss mal was abladen. Noch ein Bettler hier. Hey, Süßer. Ja, hey. Wir müssen jetzt nach dem Glatzkopf rechts, ne? Ja. Schon wieder so eine komische Kameraführung. Was ist mit nun los? Ja, okay. So, die Wachen so in Vollmontur sind, finde ich auch geil. Ne? Das ist halt so typisch meins irgendwie. Mag ich. Skandalös, solche Missgeburten in die Stadt zu lassen. Ja, sind gut. Obacht. Hallo, alte Frau. Vor allem, die sieht noch gar nicht so alt aus. Na gut, im Mittelalter. Mag das schon ein gutes Alter gewesen sein, was die hier haben, so 30 Jahre. Hier ist wieder ein Bettler. Hey Hüpfer, was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Was ist das denn? Warum sind die so angemalt? Ich will jetzt einfach nur dem hinterher, sag mal. Ist das normal, dass sie so einen langen Weg extra zurücklegen? Wahrscheinlich damit sie sicher sein können, dass sie niemand folgt. Und er gibt 100 pro, gibt er noch jemanden den Geldbeutel. Auf die Knie vor dem ewigen Feuer. Ja, vor dir sicher nicht. Vor dem ewigen Feuer ist recht nicht. Jetzt wird es langsam. Wird es dunkel hier? Oder wie? Die Sonne war gerade kurz weg. Zwielichtige Person. Sind es auch der Diebe? Toll. Ihr wisst schon, die größte Auswahl an Waren hier. Scheiße! Ich habe verloren. Ich erwarte vorbildliches Verhalten, Strolt. Scheiße! Ich habe verloren. Ich Vollidiot, ich bin den falschen Weg gegangen. Hey, Süßer.
Ich Vollidiot bin den falschen Weg gegangen. Nein, leck mich doch, Morsch. Oh, guck mal, da ist ein Schmied. Da gehe ich nochmal kurz vorbei. Ach Mann, ey. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hat er denn anzubieten? Was hast du im Angebot? Ja, bei dem war ich doch schon mal, ne? Ja, bei dem war ich schon. Danke. Schupp, Wiedersehen. Bis dann. Klasse. Was ist das da für einer? Was ist denn hier? Das ewige Feuer beschützt uns. Mhm. Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein, meinen Beinen geht's prima. Und meine Arme, schau, wie Windmühlenflügel. Da, siehst du, wie ich sie schwinge? Mhm. Guck doch, schau nur. Und mein Kopf völlig benebelt. Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich's dir zeige? Oh Mann. Gesund wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Ja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier, da. Du bist glücklich. Darauf kommt es. Ich weiß, eigentlich soll ich nach der stinkenden Hecke fragen. Besonders, wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen. Da, dort, in der Stadt kenne ich mich nämlich aus. Und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher, da wohne ich. Über den, drüben, da, lang, end dort. Lang, end dort, wo ist das? In Spitzenhall. Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke Geil. Für deine Hilfe. Okay, alte Sau hat geferkelt. Weitergehen. Ach, ich muss gar nicht im Dieb nachgehen, ich hätte auch einfach mit dem Bettler reden können, ernsthaft. Ich dachte, ich muss beides machen. Dann ist das natürlich kein Problem. Springe ich noch fix ein paar Leute an und um. Ist ja gut. So. Das ewige Feuer will ich gar nichts mit zu tun haben. Da, da war ich vorhin schon. Bin ich ja nicht reingekommen. Klopf, klopf. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Ja, was ist denn da hinten? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Wie man's macht, man macht's falsch. Fischers Fritze fischt frische Fische. Nein, alte Sau hat geferkelt. Ich will ja auch rein. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Auf geht's. Da ist die Hecke. Direkt erstmal 100 Erfahrungspunkte dafür, dass ich reingekommen bin. Und auch erstmal zum Händler. Wie immer. Huch! Ausräumen wollte ich den jetzt noch nicht. Zeig mir, was du hast. Was hast du anzubieten? Nix hat er. Nix Ordentliches hat er. Doch. Das brauchte ich für das eine Schwert, ne? Nehme ich mit. Ohne Witz, das brauchte ich für das eine Schwert. Weiß gar nicht, wie teuer das war. Ich brauchte es aber. Bis dann. Und ich brauchte nur eins davon.
Dann kann ich das nämlich, und das war glaube ich das Stufe 9 Schwert. Ich habe überlegt, ob ich das schon herstelle. Oder? Hatte ich? Ich weiß gar nicht mehr. Ist einfach geil. So. Ich sehe auf einem Auge nichts. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Dann scheint das wohl Triss zu sein. Schön rote Haare, aber richtig rote. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Wusstest du, dass ich suche? Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut. Ich sage Steuern. Du sagst Dieb. Ich sage hart arbeitender Außendienstler. Außendienstler? Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt mehr diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Sie scheinen sich zu freuen darüber. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Was soll ich denn jetzt machen? Nun? Anscheinend weiß sie es auch nicht, aber wahrscheinlich werden wir es herausfinden. Erstmal laufe ich hinterher. Warum bin ich eigentlich schneller als alle anderen? Das ist so blöd. Kann ihn nie ordentlich hinterherlaufen. Ach,
Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ja, das ist echt kurios. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen. Ja, musst du halt, Triss. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Ja. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt, aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Okay. Dann, wo ist die Falltür? Da. Öffnen und runter da. Wer braucht Leitern? Man kann auch einfach runterspringen. So, erstmal alles mitnehmen. Ich lasse nichts zurück. Was zum Teufel? Oh, hat sie mich erschreckt jetzt. Ja, super. Hier unten kann man ja trinken, ernsthaft. In den Pfützen. Ja, wo ist er denn? So, guck mal, so schnell geht das. Ertrunkenen Höhen wieder. Die Säcke nehmen wir auch mit. Ich lasse hier nichts. Hier muss ein Ausgang sein, sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Alter. Moment. Minus 1, ach Mann. Minus 6, ach Mann. Plus 4, ja, da muss ich nur noch aufsteigen. Super, ist nix. Ein Hebel an der Wand, sagt sie. Ist kein Problem, den finde ich. Mit meinem ultimativen Hexersinn. Guck mal, da ist er. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lochmoin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Ja, mit Sicherheit. Und bestimmt auch gut für die schönen roten Haare. So. Erstmal tauchen. Soll statt einwärts getrieben sein? Fließt der Fluss nicht in die andere Richtung? Guck mal, da ist erstmal eine Truhe. Zwei sogar. Wow, geil. Aufnehmen, meisterlich gefertigter Sattel, Schema. Wow. Ist ein Traum. Da stand auch irgendwas mit Traum, deswegen. Alkoholist-Rezept. Guck mal, hier ist noch ein Sack. Mensch, ein Ledersack. Das ist ja grandios. Da hinten sind Kräuter, die kein Mensch braucht.
wahrscheinlich. Da hinten ist noch eine Truhe. Ich muss erstmal auftauchen ganz schnell. Ah ne, es sind auch Kräuter. Schade. Wäre das jetzt eine Truhe gewesen, hätte ich mir die auch noch geholt. Aber anscheinend nicht. Schwimmen wir erstmal schnell zu Trissi zurück. Obwohl das Wasser gar nicht so dreckig aussieht, ne? Kann ich springen hier, soll das sein? Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Mhm. Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Mhm. Oh, und das hier. Mein Paket. Mhm. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Wie immer. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Oh. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Im Voraus, die Hälfte im Voraus. Du zahlst im Voraus. Ich will sicher gehen. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Ja, super. Geht doch. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Um den Kornspeicher rum? Also ich schnell, Geralt. Wo willst du hin? Der Lagerhausauftrag wartet nicht, weißt du? Ach so, ich soll raus. Okay. Wo willst du? Noch nicht. Um das Lagerhaus. Aha. Und um das Lagerhaus. Rund um das Lagerhaus. Lass dich von deinen Hexersinn leiten, okay. Ich lass mich leiten. Ich sehe hier bloß volle Schränke. Und um ehrlich zu sein, lasse ich das ungern beiseite. So ein Händler lässt sich immer schön ausräumen. Und das Zeug kann man ihm nachher am besten auch wieder verkaufen. Ja, aber ernsthaft, ne? Wo soll ich denn die Dinger hinpacken? Da wird bestimmt irgendwas Rotes dann kommen, denke ich mal, aber... Das Lagerhaus... Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite... Einfach, hier ist ihr Haus! Das ist ja... Soll ich die jetzt in ihrem Haus platzieren, oder was? Die Kristalle. Vor allen Dingen, ich soll ja 3 platzieren. Nee, das wäre ja Schwachsinn jetzt. Ich soll rund ums Lagerhaus platzieren. In den Häusern drin etwa? Nee, oder? Abgeschlossen, siehste. Geht ja schon mal nicht. Huch, was ist denn hier los? Was ist er denn für einer? Kann es noch schlimmer kommen? Kartenverkäufer? Du tätest gut daran, die Leute nicht zu belästigen. Mach ich gar nicht. Schlimmer kommen? Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du ja nichts mehr. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste bricht. Sehr klug.
In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen. Wo muss ich denn das ganze Zeug platzieren, sag mal? Vor einem Sturm kann man. Oh, ein Spiegel. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Und wie? Verschlossene Schlüssel. Wie war das? G oder C war das irgendwie? Kriege ich überhaupt einen Hinweis, wo ich die, oder soll ich die einfach legen? Ist das egal wo? Ich meine, ich soll ja Kristalle legen, ne? Hier, sag mal, guck mal hier. 35 Ausdauer und der bringt 30 Kapazität, Satteltaschen. Chance auf Verstümmelung bei Humanoiden näher kommen, dann lieber so. So. Die Kristalle, sag mal, wo sind denn die und wie kann ich sie platzieren? Farbe, super. Auge von Nihalia. Oh. Magisches Räucherwerk. Ist das das? Kann sein, dass ich das brauche. Anscheinend nicht. Schade. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Ey, lass dich von deinen Hexersinn leiten, ey. Das ist besser gesagt als getan, du. Der Umkreis hier, der ist ja mal mega. Soll ich das hier vielleicht platzieren? Nö, ne? Hopp. So. Hier haben wir das Lagerhaus. Hör ich mal so aus. Muss ich vielleicht doch rein? Kann das sein? Lol. Was ist denn hier los? So. So tötet man Ratten. Schnell, Geralt. Dieser Kornspeicher ist zwar gemütlich, aber ich wäre doch lieber woanders. So. Wenn die schon alle auf einer Stelle sitzen, dann kann man die auch alle so gleich erschlagen. Also ich glaube, das hier wird der Kornspeicher sein. Und ich muss schon hier drin das platzieren. Dann ist das natürlich viel logischer. Ja, guck mal. Sieht vielversprechend aus. Ja. Der Kerl gefällt mir nicht. Okay. Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Stimmt, da hat er aber recht. Er hat nicht gefeilscht. Also wahrscheinlich wird da noch was auf uns zukommen. Gut, dass sich ausgehandelt hat, dass er vorher uns das Geld geben soll. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Mhm. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Ja, der früher drüber nachdenken können. Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Super, keine Antwort bekommen. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Ja, es geht dir gut, ne? Es geht dir gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein,
Ich habe die Antwort schon bekommen. Dann habe ich vielleicht falsch, ich weiß nicht. Viele Ratten. Von den großen Ratten. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Driss. Freunde war ja von klar. Mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Ja, war ja klar. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Viel Spaß, wird nur nicht klappen. Ich bring dich um! Komm, Driss. Beide mit Feuer. Dann haben sie keine Chance. Na, wehe, du rührst sie an. Dasselbe gilt für dich, mein Freund. Sie hat ihn umgebracht. Der Kerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Sollte kein Problem werden. Der Fetzerkindel lässt, glaube ich, genug Spuren. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Sie kann man auch Geld verdienen. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Das werden wir definitiv mal machen. Doch ich sehe gerade die Folge schon 35 Minuten lang. Das ist natürlich ziemlich lang und deswegen machen wir in der nächsten Folge weiter. Aber habt ihr das eben noch mitbekommen, der gesagt hat, Träumern habe ich nie so wirklich getraut oder irgendwie so. Das passt doch schon wieder perfekt mit diesem Buch überein, wo halt geschrieben war, dass sie grundsätzlich gegenüber jeder richtigen Magie sozusagen Zweifel haben. Also das hat doch schon wieder perfekt gepasst und deswegen, damit würde ich bei diesem riesigen Mond die Folge beenden. Und warum hat eigentlich kein Spiel und kein Film einen realistischen Mond? Na gut, okay. Dann, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin erstmal, ciao.